Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. Ja, ist die Frage, was muss ich denn noch tun? Den belagerten Turm, let's go! Wie schaut es mit meinem Inventar aus? Es ist relativ voll. Aber der belagerte Turm, der geht noch. Ich muss das Portal finden. Das habe ich, glaube ich, jetzt gerade schon gefunden. Das ist nämlich hier. Und jetzt muss ich da einen Wühler kommt selten allein machen. Naja, also machen wir diese Truhe hier. Ich weiß nicht, die laufen hier mal weg. Ist ja gut. Die laufen echt weg. Also das ist ja... Also Wühler, die weglaufen, ist einfach nur schlecht. Ja. Aber das war's. Was ist gut? Dann geht's jetzt zum silbernen Turm. Oder geht's lieber erst einmal zurück? Ja, lass uns einmal zurück, weil ist kein Platz mehr. Kein Platz ist doof. Also was haben wir denn jetzt? Wir haben ja jetzt hier natürlich dieses Vierer-Set. Das ist jetzt die Überlegung, ob wir das nicht einsetzen wollen. Just for... bringt's was oder bringt's nix? Müsst ihr eigentlich schon bringen, also... Die Profis werden es nicht... Oh, sorry. Als irgendwie cool an... An den Tag legen, so als Einsteiger Möglichkeit. Und dann taugt es nichts. Also es kann ja nicht sein. Was natürlich sein kann, dass man vielleicht warten muss, bis es halt dass man alle 6 hat. Das möchte möglich sein. Aber ich ziehe mich jetzt mal um. Das heißt, ich habe ja jetzt hier noch Hand und Kopf. Das heißt, ich werde Hand und Kopf. Nein. Ja, die Schuhe ja auch. Und das ist die Schulter. Die ist gelb. Ja. So, jetzt bin ich ziemlich grün hier. Und ich habe die Vierer auch. Jetzt also verdoppelt die Dauer von Hydras und erhöht die Anzahl der Köpfe. Das haben wir ja schon gesehen, dass es 5 Köpfe gibt. Und der erlittene Schaden wird für jeden Lebenden um 8. Also ich erleide weniger Schaden. Und jedes Mal, wenn ich Schaden erleide, stirbt ein Hydra-Kopf. Das ist doof. Und es kann 2 Sekunden ein. Das 6er ist halt geil, wenn er halt dann nochmal 4000 pro Kopf Schaden mehr gibt. Ich habe jetzt nicht die Zahlen angeschaut, aber die sind einfach niedriger. Ja. Was ist denn das noch? Was habe ich denn hier? Warum habe ich denn jetzt hier so einen Teil? Keine Ahnung. Egal. Ja, nichtsdestotrotz. Schnell noch Paragon. Habe ich ja schon länger nicht mehr gemacht hier. Gleich 2. Pro. Kategorie. Ungewöhnlich. Dann. Silberner Turm. Ist eh das letzte. Nee, 100 Gegner brauche ich. Da die Hydra hinsetzen. Dann. Aua.
fühlt sich jetzt nicht so schlimm an, oder? Aua. Der ist jetzt schnell umgefallen. Brauche ich halt noch ein paar Dutzend. Ich sehe eigentlich gar nichts mehr. Der ganze Bildschirm ist voller Lichteffekte. Ja, dann habe ich das auch geschafft. Allein durchs Beamen kriege ich immer noch mal ein paar Gunststufe, oder? Dank euch ist die Welt. Dank uns ist die Welt. So. Was kriegen wir leckeres? Armschienen. Armschienen. Und könnte das jetzt mein fünftes, sehr schön. Eine Chance, dass ihr gegen eine 1000 eures Dornenschadens zufügen. Ich will aber meinen Gegnern keinen Dornenschaden zufügen. Bin nicht so der Dornenschaden-Typ. Aber. Achso. Das war jetzt doof. Dann machen wir erstmal. Ihn, hier. Shen. Bitte sei das, dass das fünfte ist. Jawoll. Schon ist es das fünfte. Und dann kriegst noch du deine Rezeptchen für Gürtel, zwei Handstreifkolben und Armschienen. Teilen wir noch schnell hier die zwei Pünktchen. Und dann können wir eigentlich. Was können wir da eigentlich? Soll ich mal so ein Nephalem-Ding sie machen? Er wird mich schon anmachen. Schaut es denn in meinem Inventar hier aus? 4, 10, 2, 7, 2, also 3 und 5 müsste dringend gemacht werden. Fahrsteine habe ich natürlich auch keinen, klare Sache. Ja, ein Nephalem-Portal auf der Maximalstufe. Heißt nicht ein großes, sondern kann ein kleines sein, oder? Ja, machen wir mal. Vielleicht kriegen wir auch wieder ein Steinchen. Let's go! Seid ihr bereit? Dann beginnt eure Prüfung. Bin total bereit.
so ein fetter Kampf und dann nur so ein bisschen Balken. Was sind die denn? Ja dann, Astralland 2 schaut genauso aus wie Astralland 1. Na schade. Ja, wo sind's denn alle? Ich hab's grad. Betriebsratssitzung oder was? Krieg ich da Damage? Kontinuierlich habe ich dort Damage gekriegt. Was ist da für ein Icon oben drüber? Pylon der Verbindung, Pylon des Schildes? Was ist da was? Ah, das ist diese Ecke. Sehr cool. Wenn da noch ein paar Gegner wären, wäre das echt cool. Ja. Was, wenn mal bleiben würde? 10 Minuten lang. Nochmal schön. Lunde Eile? Nehme ich. Das war zu eilig irgendwie. Vor allem, wenn keine Gegner da sind.
Ja, wie lange brauche ich denn noch, hä? Verbindung. Verbindung ist cool. Ich liebe, wenn es Verbindung gibt. Mann, fünf. Fünf? Glaube nicht. Hehe. Wo ist er da? Hehe, da drin ist er. Super. Das ist so super. Kann ich denn eigentlich auch sowas hier raus dingsen und jederzeit wieder zurückdingsen? Geht das? Habe ich Platz im Inventar? Ja, dann hinein. Komm, gib mir was. Ihr seht aus, als könntet ihr diesen sehr nützlichen Gegenstand gebrauchen. Ja, bitte. Ich hätte gerne sehr Armschienen. Ich weiß nicht, was ich will. Was will ich denn? Hut. Ah, und wieder zurück. Das waren ziemlich schlechte Hüte. Das kann man so sagen. Ich brauche nicht mehr so viel. Bisschen was noch. Und dann kommt der Hüter des Lichts. Noch nicht gereicht, schade. Wie Sackgasse. Ist ja auch scheiße. Eine echte, richtige Sackgasse.
Ach, wär's da doch weitergegangen? Oh shit. Da wäre es ja doch weitergegangen. Jetzt sind wir wirklich ins sechste Gebiet runter. Hammerhart. Der Portalwächter ist hier. Ist er da? Schön. Schnitzer. Okay, da war ein eindeutiger großer Portal-Schlüsselstein. Das ist gut so. Ich habe nur leider mein Inventar wieder voll ausgenutzt. Und wahrscheinlich ist nichts da. Höchstens irgendwas mit Schaden, vielleicht für unseren Templer-Relikt. Ja, das schaut doch gut aus. Willst du das haben? Das hat ganz viel Stärke und so. Das wird helfen. Ja. Der Rest hilft nicht. Sehe ich schon. Edelsteine hat das ganz viel gebracht. Oh, sorry. So. Korrekt gemacht. Guten Rutsch, sagt er. 3 von 12 schon, ja irre. Aber liebe Kandala, ich muss auch mit dir noch schnell ins Gericht gehen. Ich werde ja jetzt dann dieses Set anziehen. Also Amulette wären vielleicht nicht verkehrt, wenn du irgendwas Nettes hättest. Hast du nette Amulette? Nette Amulette? Das hatte ich dabei. Also 100 kostet das. Einmal noch. Nicht, dass sich das Glück stets wandelt. Ja, alles Müll. Das ist schön. Weil dann kann man es gut wegbringen, wenn es Müll ist. Nimmt es keinen Platz weg. Ja, so. Also auch für den Templer nicht so Stärke Schmarrn. Gut. Ja, dann. Würde ich sagen, wow, ich habe hier ein neues, so ein dingsiges Dings. Also, bitte unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo, euren Likes und euren Kommentaren. Und damit bin ich wieder so weit, dass ich mir mal ganz, ganz, ganz genau überlegen sollte, was ich denn als nächstes mache.